ist die Frühstücksshow von Westphal TV. Heute präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der Firma Brass Kieselstein GbR in Wuppertal ihre Auto- und Zweiradtechnik. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der 60 Sekunden Frühstücksshow. Auch heute wieder mit etwas Verlängerung und heute am 1. März auch zum Frühlingsbeginn. Starte ich gleich mit dem Wetter in Frömmrich. Das ist sehr ungemütlich. Es liegt immer noch ein bisschen Schnee. Die Temperaturen sind mittlerweile im Plusbereich hier im Kreis Unna. Und es ist einfach nur neblig und trüb. Ein bisschen novemberhaft. Aber das ist ja immerhin auch der 1. März. Und warum es eigentlich zweimal einen Frühlingsanfang gibt, da habe ich mich heute Morgen mal schlau gemacht. Da muss ich mal kurz auf mein Konzept sehen, damit ich das mal hier verraten kann, warum das so ist. Denn heute beginnt der Frühling und am 20. März ist ja ebenfalls Frühlingsanfang. Und warum gibt es davon gleich zwei? Die Antwort auf die Frage ist wie folgt. Schuld ist die Weltorganisation für Meteorologie. Sie hat den Start des Frühjahrs auf den 1. März festgelegt. Und so können die Meteorologen jeder Jahreszeit drei ganze Monate zuordnen und Statistiken leichter erstellen. Und der kalendarische oder auch astronomische Frühlingsanfang, der ist laut Statistik oder ist für Statistiken schwieriger zu berechnen, denn der schwankt immer zwischen dem 19. und 21. März. Und das Ganze hat auch einen Grund, da muss man mal eben nachsehen, was das für einen Grund hat. Es ist immer das Datum für den Frühlingsanfang, an dem Tag und Nacht gleich sind. Also, das haben wir heute wieder etwas gelernt. Ich muss sagen, das wüsste ich auch noch nicht so genau. Und für die Küche und den Haushalt kann man auch etwas lernen. Frau Mümmelmann hat wieder einen Haushaltstipp für uns. Zu lange vor Facebook gesessen, Essen angebrannt, um stark verschmutzte Töpfe zu reinigen, kann man ein Stück Alufolie zerknüllen und den Topf damit ausscheuern. Vielen lieben Dank, liebe Mary Mümmelmann. Und ja, mir passiert das ja auch oft, also was heißt oft, nicht einmal pro Woche, aber es passiert ja gelegentlich, dass wirklich irgendwas im Topf sich ansetzt. Mit der Alufolie ist ein guter Tipp. Noch besser klappt das eigentlich, wenn man dann noch eine ganze Menge Salz dazu gibt und das ein bisschen aufkochen lässt. Und statt Salz kann man auch Backpulver nehmen. Also das sind meine persönlichen Erfahrungen. Und wenn das alles gar nichts mehr nutzt, wenn der Topf dann immer noch schwarz ist, dann nimmt man am besten einen Spülmaschinentab und lässt das Ganze aufkochen. Also das hilft garantiert. Und wenn selbst das nichts mehr nutzt, dann kann ich nur noch empfehlen, dann werft den Topf weg. So, Töpfe wird es heute auch eine Menge geben im Hause von unserem Facebook-Freund Peter Mauch. Ich nehme an, dass seine Laura ihm einen Kuchen backt. Er hat einen runden Geburtstag. Peter Mauch, unser Lieber, wird heute 50 Jahre jung. Und das kann man bei ihm wirklich sagen, denn er hat ganz viel Jungenhaftes auch an sich. Er hat uns ja mal einige Tage hier in Frömmrich besucht und hat uns mit seiner Gitarre ganz viele Lieder gesungen. Und zum Ende der Sendung lassen wir ihn dann auch nochmal singen. Also alles Liebe, alles Gute, lieber Peter. Und das wünsche ich euch auch. Der Papst hat gestern mit seiner Arbeit bereits aufgehört. Und wir machen das für diese Woche zumindest heute. Und am Montag sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe der Frühstücksshow. Zum Schluss der Sendung, wie jeden Tag, Wolfgang Mäuler mit seiner Lebensweisheit des Tages. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald hier wiedersehen würden und sage bis dahin in alter Frische. Henning Pohlmann sagt, das Leben ist eine Art Waldspaziergang. Man muss nur ein bisschen auf den Weg achten und kann bedenkenlos die Schönheit genießen. Darum genießt die Schönheit eines jeden Tages. Ich wünsche euch einen Tag mit viel Liebe und Zuneigung. Free to wander where I please, and all this world and the seven seas could call me away if I could stay in these arms holding me.